Herzlich willkommen zurück zu einer kernigen Kletterepisode am Mannberg. Freunde, heute geht es um die göttliche Kunst des Männermountains. Hier wieder am großen Brockmanus, der große Berg, der einst nur von einer Ziege erklommen wurde, jetzt 2000 Jahre später, aber als erstes von Hollys Vogt mit einer leicht anusbelasteten Pose bestiegen wird. Was werden wir heute erleben? Welche Posen werden wir heute sehen? Was ist das Erlebnis, Freunde? Zieht euch die Oberteile aus und seid bereit für schwitzige... Die Nippelklemmen müssen ausgepackt werden. Packt die Nippelklemmen aus. Oh Mann, das wird eine harte Nummer. Also ich sehe hier jetzt schon einige Probleme. Der schwarze Delfin ist am Start. Der schwarze Delfin, Nigel Daffin, der Mann mit den rosa Lippchen. Ja, er hatte auch zu viel Salz bei seiner Geburt im Gesicht. Minty wird schon sehr merkwürdig geschlong-mounted, oder? Das ist ein leichtes Schlong-Mounten. Ja, guck mal, ey, da will er den einen Zentimeter, will er sich da... Das ist hohe Kunst. Das ist wirklich hohe Kunst. Man nennt es den schwarz-weißen Adler. Rusty. Ich nenne es Angst. Was macht Rusty hier? Er versucht natürlich wieder mit einer gekonnten Technik sofort an den Mannberg zu grapschen. Natürlich, natürlich. Er hat hier aufgepasst. Greift hier die Glatze, geht an den roséfarbenen Nippel der Lust. Aber sie sind direkt auf einer salzig hohen Stufe. Ist gefährlich, ne? Wer hier den Mannberg besteigt, der bekommt Salz an die Fingernägel, was natürlich dann auch den Kaliumhaushalt beeinträchtigt. Deswegen weiß ich natürlich nicht genau, ob wir heute hier über 60 Fuß kommen werden. Oh, und hier wird illegal, illegal geglitzert, ey. Mit Angel Dust an den Fingern, ganz klar. Oh, aber schöner Move, leckt sich die Achsel sauber. Ja, da leckt. Ein bisschen Proteinschokolade drin gehabt. Illegal. Da sehen wir wieder illegale Klettertechniken. Legit. Das Regelwerk von 2019 muss dringend nochmal überarbeitet werden. Hier müssen die Männer zusammenarbeiten, dürfen nicht zu sehr zu schnell nach oben, weil sonst wird natürlich hier eine ganz, ganz kurze Runde. Hier muss man versuchen, lieber zarte Millimeter drauf in die richtige Richtung zu machen. Er legt sich oben drauf. Ich glaube, ich habe einen Hodenball hinten rausflitschen sehen aus dem Tanga. Man weiß es nicht. Ist natürlich gefährlich. Wer ist denn Porter Ass? Und zack, Porter Ass. Porterus. Es ist Porterus, der Bergmann, der damals... Im Andalusien Kohleflöz. Damals wurde er auch mit Gammastrahlen behandelt. Sieht man jetzt noch. Er ist auf jeden Fall gammafiziert. In andalusischen Kohleflöz. Oh, das wird ein richtiger Pulk da oben. Oh, schön, schön. Oh, da wollte er erst mit dem Schniedel die Höhe machen. Er wollte mit dem Schniedel die Höhe machen, hat sich aber dann... Das nennt man Männerspeizen. Weißt du, wenn du... Speizen ist eine Mischung. Eine Mischung aus Spreizen. Da ist er kurz abgerutscht. Spiegeln. Da ist er kurz. Ich habe an der Glatze weggespiegelt. Kleinen Rutscher gesehen, aber hier legt er sich einfach mit rein in den Pulk. Sehr schön. Der sieht auch sehr, sehr verkniffen aus. Ein sehr, sehr verkniffener Mann. Ota Laoni macht, da macht er den Röhn. Ja, wie im Röhnrad. Ein Long Schlong, auf jeden Fall, ein sehr Long Schlong. Ja, er versucht natürlich über seinen Schlong. Über seinen Schlong versucht er natürlich einige Millimeter zu machen in der Höhe, was aber in diesem Sport einfach auch keine Aussagekraft hat. Was hat er vor? Er wird leicht gegabelt. Ja, er hat einen leichten Schlong am Ohr. Ich weiß nicht, ob er das lange aushält. Die Wachskerze nennt man das. Kann Nikolas hier seine jahrelange Erfahrung zum Besten bringen? Man weiß es nicht. Er geht aggressiv an die Ziege ran, vorne ans an den Hörnern. Vorne ans Horn. Mit dem Horn ans Horn, versucht jetzt hier ein wenig zu ummanteln, umwickeln und klatscht, gekonnt mit einer sehr schönen Spreizung ab. Oh, Tyson der Rote, Esquivez, frisch aus Spanien, in Kiesschers Team aufgenommen. Ja, er hat ein jahrelanges Training hinter sich, gerade noch beim Tomatenwerfen in der Innenstadt gewesen, jetzt schon über den Stierkampf, hat er, da wird geschlong grippelt. Aber was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Versucht so ein bisschen Kopf über und macht es mit den Arschbacken. Wunderschöner Move. Knie an Handfläche. Ich meine, man sieht ja auch, dass dieser Mann sehr, sehr knackiges Hinterteil hat. Sehr, sehr knackig. Leicht fleischig, wie eine Tomate. Mit Genmanipulation. Guck dir den Typen an. Mit einem brüderlichen Griff wird ja ein wenig nach oben tangiert. Wow, welch wunderschöne Form dieser Berg hat. Oh, da ist kein direkter Sprung. Guck mal, hier gewesen. Aber von hinten wird jetzt irgendwie. Und der Ziege schön ans Schnäuzchen. Ja, da hat er wieder geschnauzt. Schnauzen, Schlausen. Leichtes Abschnauzen am Schlausen. Young Ivana. Oh,
schöner Docker. Mit Tränen in den Augen. Weil es brennt. Weil es brennen muss. Ich habe irgendwie ein Geschenk bekommen. Es muss brennen. JC. Hampleton. Oh, guck mal, er auch so bekannt als der Hampleman. Er kann hier nicht richtig greifen. Kann nicht irgendwie an den Stöcken. Aber kann nicht an den Stöcken. Der Ziegen arbeitet sich jetzt hier von Schulter zu Schulter nach oben. Greift hier leicht an den Nippel. Man hat ein bisschen Nippelcrapschen gesehen. Komm schon. Das Abklatschen. Er muss pendeln. Ah, aber schöne Form, schöne Figur. Ja, da lassen Sie sich nichts kommen. Heute ist alles zum Thema wunderbare Steifheit der Muskulität. Der Muskulität. Der Kommunismus ist heute stark vertreten. Der Timothy. Nächste Raute hier. Timothy Stiegemeier, der Mann mit der Epidermisentzündung, hat eine sehr, aber Stiegemeier sehr rote Haut. Ist ja auch eine Legende. Stiegemeier ist eine Legende. Der war ja schon. Guck mal hier, der Dreier-Spritz. Alter, oben die drei. Der schöne Dreier-Spritz mit Stiegemeier an der Front. Ja, das ist wie beim Fallschirm, das Tandem-Sprung. Ja, das ist elegant. Das ist männlich. Das männliche Echte Berg-Tandem. Männer machen das so. Echte Männer haben keine Haare am Körper, bestehen nur aus Muskeln und haben sehr, sehr dicke Schlongs. Das ist die Definition von Männlichkeit. Schlong. Du musst Schlong und du musst knackige Backen haben. Oh, guck mal, er versucht zwei Männer zu verbinden, indem er über sie greift. Wäre ein schöner Abschluss gewesen. Aber er konnte nicht richtig in den Pulk hinein, ne? Es ist einfach zu stark geteilte Finger. Oh, da hat er die Vorbereitungszeit noch genutzt. Er hat noch kurz mit seinem Trainer eine kleine Absprache gehalten. Hat jetzt aber hier ein bisschen zu hart geschwungen. Ich habe da einen leichten Überschwunger gesehen. Oh, er hat die Ziege übergangen. Er war nur am Ziegenstock und ist dann direkt in den Männerberg hinein. Versucht jetzt hier mit einer Hand sich hochzuarbeiten, spreizt. Oh, guck mal, Penis da drückt Richtung er seinen Hintern, drückt er in die Formation. Wunderschön, wunderschön. Was will man da noch sagen? Ne? Da kann man nichts mehr sagen. Es ist einfach so ein schöner Anblick. Ich hatte neulich Tränen in den Augen. Ja. Es ist einfach majestätisch, würde ich sagen. Es ist einfach majestätisch, was hier passiert. Es ist wie, als würde man ein Wasserquell aus einem Berg plätschern sehen. Siehst du, wie dieser Mann mit seinem Penis arbeitet? Man merkt, er hat ein leicht kleineres linkes Bein, pendelt es aber schön aus mit Hodengebell und Penis. Er hat aber auch einen wunderschönen Mustache, das muss man auch sagen. Sein Bart macht hier einiges wett. Der macht nochmal ein paar Millimeter. Wie sah er denn aus? Schön hier der Ziege frontal an die Brust gegriffen. Leichtes Klammern am Schlong. Leicht, das war aber schon festgekrapscht. Aber weißt du, das ist auch eine Technik, um so ein bisschen die anderen Kameraden zu entlasten, weißt du? So ein kleiner Jerk-Off nennt man das. Eine Spannung aus der Gesamtmuskulatur. Kleiner Little Circle Jerk. Ein kleiner Little Circle Jerk. Das nimmt die Spannung aus der Gesamtmuskulatur raus. Das ist wahre Brüderlichkeit, die wir hier sehen. Das ist echte Kameradschaft und Brüderlichkeit. Man kommt hier über diesen Pulk, da muss man schon echt aufpassen. Dass man sich weil durch das gezielte Entjerken, ja, hat man ja auch eine gewisse Entspannung und eine Entlastung. Schön. Ah, schöne Form. Ich muss sagen, also. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte er versucht, sich selbst leicht ins Gesicht zu jerken, ne? Ja, um sich dadurch eben nochmal eine kleine Proteindosis zu ermöglichen. Also eins kann ich euch sagen, bei so einem wunderschönen Berg, da bleibt selbst hier in der Moderatorenkabine weder ein Auge trocken, noch ein Muskel schlaff. Das kann ich euch sagen. Oh, er hat Schmerzen. Man sieht die Schmerzen. Könnte aber an seinem Doping liegen, ne? Man weiß es nicht. Oh, der Gekalbte. Ich glaube, der war legitim. Ich glaube, der war auf jeden Fall ganz legitimer Sportler. Team McCoy? Team McCoy ist am Start. Team McCoy, man kennt ihn. Bekannt für seine Talgtechniken. Ja, besonders der ganze Körper geteilt. Bis auf die Nippel. Die wurden ausgespart. Die müssen fleischig sein. Da geht er dann immer noch mit einem leichten Frotte drüber. Reibt sie damit auch ein wenig warm, um seinen Kameraden etwas Gutes zu tun, denn wir alle wissen es, kalte Nippel will niemand berühren. Das ist einfach unangenehm. Kalte Nippel küsst man nicht. Das Buch von Osvaldo im Boden, der jetzt hier mit seinem gammabestrahlten Unterleib versucht, den Männerberg zu erklimmen. Schafft es aber hier nicht, weil hier ein bisschen Öl schon auf der Klippe war. Klippenöl. Kann sein, manchmal bei so viel Gewicht kann es natürlich sein, dass die Ziege ein bisschen absaftet. Das passiert häufiger. Ja, das sind halt die Talgdrüsen, die hinten im Bereich des Anuskringels sitzen. Ja, da muss er nochmal nachgreifen. Ist aber jetzt schön oben, macht das feuchte Fähnchen im Wind. Oh, da spreizt er. Und jerkt sich aus.
versucht die Spitze des Berges neu zu erleben. Reis kommt hier irgendwie nicht richtig los. Versucht es wieder mit einem aggressiven Sprung direkt an den Männerberg, an den Mannberg. Über das Ziegenohr klettert er sich über die Außenlinie. Oh, 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 da ist er, da hat er gerutscht so ein bisschen. Aber hier über das rote Knie der Gerechtigkeit wird er sich nach oben lunsen. Hier und wird aber sehr... Ja, muss man ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, da war eben gerade im Lunz auch ein leichtes Cheaten mit drin. Er kommt da nicht dran. Er muss da immer nachgreifen. Also ich weiß nicht, es war ein komischer Lunz. Der Endlunz sah ein bisschen, einfach ein bisschen merkwürdig aus. Oh. Uiuiui, da versucht er aber wirklich hoch, die Messlatte zu legen. Es ging nicht anders. Er kam nicht in den Pulk. Oh, hier gibt es wieder leichte Abrutschprobleme am Anfang. Zu schwitzige Finger. Jetzt kann er hier nochmal nachsalzen am großen Mannberg. Der peruanische Mannberg, wer kennt ihn nicht? Eine nach der Legende. Hier oben kann man nicht richtig greifen. Hier ist irgendwie einfach zu viel Ölausstoßung. Guck mal, hier schön ans Würstchen. Siehst du das? Er will es gar nicht loslassen. Den köstlichen Wiener des Nachbarn. Oh, was für eine Heldenpose. Fuß an Rosette. Fuß an Sack. Ja, aber ich glaube, er hat eher damit seine Rosette entlastet, weil er die leicht gestützt hat. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr beliebte Technik, eben da so ein bisschen gucken, dass man die Rosette versucht zu stützen, denn wenige Menschen wissen, dass man sehr viel Muskelkraft durch und über die Rosette verliert. Das ist ja auch sowas, was ja, nur klar, Experten wissen. Wenn die Rosette nicht mehr spannt, dann gibt's Probleme. Rosettenspannung ist super wichtig bei dem Sport. Es gibt nichts Fataleres als ein lockeres Arschloch. Ah, er wollte die freundliche Schere machen, ist da aber leider von der Zeit aber her nicht mehr hingekommen. Aber auch er nutzt hier ein bisschen Fuß, ne? Er hat auch ein bisschen Fuß genutzt. Travis Zambrano, der Bruder von Jürgen Zambrano jetzt hier. Man nannte ihn damals den weißen Jürgen, ne? Weil sein großer Bruder sehr viel in diesem Sport geleistet hat. Heute immer noch einer der großen Juroren. Kommt aber hier gut nach oben, auch wenn er jetzt hier leichte Probleme hat, findet aber eine Klatze zum Festhalten. Ja, das ist schwierig, aus dem Pulk jetzt da rauszukommen dann, ne? Mauert sich raus und schön, 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 schön. Aber auch er bildet hier da oben wieder Knotenbildung. Fuß genutzt. Also Knotenbildung. Irgendwie, hier arbeiten die Männer zusammen und jetzt stützen kommt sich gegenseitig mit ihren Sohlen. Xavier Xang, der Mann mit dem Schuss Milch, nannten sie. Der Moccacino, der Kletterkünstler. Eine ganz merkwürdige Mischung. Ein Asiate und ein Schwarzer haben Liebe gemacht. Und daraus ist dieser junge Mann entstanden. Er hat einen leichten, gelblichen Schuss Sahne in seiner Schokolade drin. Da klemmt er sich mit den Rückenmuskeln in die Rückenmuskulatur des Kameraden. Eine Mischung aus Sperma und Pipi hat diesen Jungen gezeugt. Young Soul Daisy, der Mann mit dem verrückten Blick. Kommt gerade ganz gut nach oben. Hier ist halt immer so eine leicht komplexe Stelle, da muss man untergreifen. Das machen halt viele rauskommen. Junge Burschen falsch, man muss untergreifen. Ja, viele trauen sich halt einfach nicht, weil sie sagen, oh, das ist mir zu homo erectus, aber das darf man hier nicht beachten. Man muss hier einfach durchgreifen, wenn man einen Muskel, egal ob Schwellmuskel oder nicht, gewagt, einfach nur gewagt. Sehr gewagt, man kann leicht die Arschritze erkennen im Tanga, ist eigentlich auch nicht mehr legal, aber was soll's, er hat seinen Ritzenschutz. Das war auf jeden Fall laut den Regeln, den dänischen Kletterregeln, ist das in Ordnung. Er muss einen Ritzenschutz tragen, ohne Ritzenschutz ist es eigentlich zu gefährlich, auf den Berg zu gehen. Man kann aber auch optional eine Verkorkung machen und ich glaube, ich habe da ein bisschen Kork durchschimmern sehen. Ich glaube, der Anus wurde verkorkt, dass da auch nichts rausrutscht und damit wäre es dann wieder absolut regellegitim. Auch hier wird wieder sehr stark mit dem Schlong gegegenpendelt. Da wird gegengespreizt. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Wir müssen das später nochmal. Aber jetzt Antoine Lauda, der Cousin von Niki Lauda. Er ist Kletterer geworden. Autofahren war nicht sein Stil. Er hat gesagt, man merkt auch hier, der Berg wird immer schmieriger, ne?
Ja, der Berg wird immer schmieriger, klar. Die Ziege, die Ziegendrüse talgt da unten ab unter dem Gewicht, das ist ganz normal. Es wird schwieriger, allerdings hat man noch den kleinen Salzberg darunter, deswegen kann man da noch ein bisschen ausgleichen, wenn man die Erfahrung hat, ne? Man, wenn man jetzt das erste Mal hier vor so einem Berg steht, ist natürlich, da braucht man viel Mut, das ist beängstigend, ganz klar, so viele Muskeln auf einem fleischigen Haufen, da bekommen viele Männer Angst. Aber Antoine sagt, I'm not scared anymore. Und er hat in der Umkleidekabine ein paar Tipps bekommen von einem guten Freund in einem Lederanzug. Er will seinen Namen nicht nennen. Aber er hat keine Angst mehr. Als er rauskam, war er ein neuer Mann. Wir wissen nicht, was da drin passiert ist. Er wurde zum Mann in der Kabine. Er hatte ein bisschen Sahne am Mundwinkel. Einige spekulieren Kaffee, andere sagen, es war salzige Männermann-Milch. Viele sagen, man kann es auch in seinem neuen Film Lords of the Locker Room sehen. Was genau dort passierte, wird für viele, das kostet jetzt schon Zeit, ne? Also hier muss man wirklich gucken. Auch diese Verpulkung da oben. Ja, ja, da kommst du nicht gut rum. Das ist schwierig. Du greifst halt irgendwie immer wieder in fleischige Ritzen rein. Oh, da ist wieder illegales Angel Dusten. Ziegenstaub am Finger. Ja, der hat sich zu Hause, hat er sich eine kleine Jungziege püriert. Hat daraus dann... Kommt hier wieder nicht ran? Nee, da muss er erst nochmal einen Stein, da muss man manchmal auch zurückgreifen. Ein Griff zurück ist manchmal zwei Griffe vor. Ja, oh, da kommt er aber schön hoch, da kommt er wunderbar hoch. Das ist ja wie ein Röhrenradfahrer in der Turnhalle. Rollt er sich hier nur, dass man nach oben rollt. Oh Gott, jetzt ist er aber komplett verengt. Oh, da hat er untergegriffen und steckt jetzt. Da muss er... Komplette Verengung. Da ist er aber raus aus der Verengung. Er kann es doch schaffen. Ohne Bonuszeit. Schön. Fast magisch. Wie fast er magisch. Hat. So, da, Tim da Greif kommt der erste Flug. Mit seinem Namen natürlich dafür gemacht, für diesen Sport. Tim Greif, der Mann, der schon als kleines Kind damals dem Daddy dahin gelangt hat, wo es eigentlich nicht Vater-Sohn tauglich war. Ja. Er war Daddy gesagt Greiferli. Hat, Junge, was grapscht du da? Das war sein erstes Buch. Papi? Ich grapsch mal. So. Entschuldigung, ich muss da mal durchgrapschen. Er sieht auch ziemlich verstört aus. Oh, guck mal. Oh, aber leicht nach rechts. Ne? Also zeigt da war ein leichter, die Brust nach außen. Leichter Alter, dieser Haufen, wie es aussieht, dieser Berg. Männlich, ästhetisch, erotisch, animalisch. Oh, da hat er aber irgendwie ein Slide gehabt am Berg. Wir gehen nochmal in die Nahaufnahme, das wollen wir uns nochmal direkt ansehen. Da verliert er wertvolle Zeit. Wenn er jetzt, muss er den Crabwalk, den muss er jetzt gut schaffen. Ansonsten, oh, da ja, über den Schlucken schwingt er sich. Kommt er auch nicht ran. Nee, oh, da ist ein fettiger Arm. Da war ein fettiger Arm im Berg, glaube ich. Ich meine, ihn gesehen zu haben. Wir wissen nicht, aus welchem Team er genau stammt. Aber fettige Arme sind eigentlich illegal, ne? Also, ja, Fettarm ist illegal. Deswegen müssen wir prüfen, aus welcher Mannschaft dieser Fettarm da rausgehangen hat. Ja, es ist... Das ist einfach nicht schön. Man merkt schon, jetzt wird wieder alles sehr, sehr eng, sehr, sehr tight. Plötzlich wird es zum Tight Hill und der am Tight Hole. Tight Hole Mountain. Der Tight Hole Mountain. Also man merkt auch, die Backen werden immer stärker angespannt. Jeder spannt hier so gut er kann. Oh! Auch Muskeln ist hier wieder mit dabei. Also hätte er hier nicht eben gerade gemuskelt. Ich meine, das gibt auch Abzüge auf der Punkteskala. Das ist ja schon mal Fakt. Purer Fakt. Hier wurde gemuskelt. Man hat es ganz deutlich gesehen. Die Waden haben gezuckt. Rektal wurde angespannt. Vorne leicht abgehustet. Versucht jetzt hier brüderlich den Johannes an die Glatze bringen. Hat aber hier einige Pendelprobleme. Er drückt den vollen Schlangermann auf die Stirn. Schön abgependelt am Ende. Schön abgependelt. Schön abgependelt, aber den Penis auf die Stirn gedrückt. Das muss man auch nochmal überprüfen. Solange er hart ist, ist es kein Problem. Erst wenn er weich und labbrig wird, dann wird's gefährlich, ne? Dann wird's gefährlich. Aber jeder Muskel hier muss halt hart und stramm sein. Er versucht es jetzt hier gerade über die Nordwand. Oh, die geile Nordwand. Jetzt versucht es da. Jetzt ist er am Bergpass, die Zugritze da oben. Wer auch beinahe abgerutscht. Man merkt, es wird immer öliger hier. Es wird immer öliger. Und das auf der Höhe, das wäre seine Verdammnis gewesen. Versucht auch gerade irgendwie so ein bisschen mit dem Loris in die Achsel zu dippen. Natürlich kann man dadurch ein leichtes Killern auslösen. Und mit so einem Killern kann man natürlich
den Vordermann so ein bisschen aus der Konzentration rausholen. Ja, natürlich, wenn man hier den größten Männerberg Deutschlands besteigt, die Zugritze, dann ist klar. Ja, er kann hier auch wieder nicht richtig greifen, ne? Er greift hier merkt man nicht richtig, da ist so ein Fleischloch. Das ist einfach ein Fleischloch. Da muss er nicht. Da muss er umklemmen. Ja, weil er nicht dran ist. Ich sehe es aus dem Seitenwinkel. Er muss umklemmen, um aus dem Fleischloch wieder rauszukommen. Oh, jetzt steckt er aber hier wieder in einem neuen Fleischloch fest. Ja, hier sind einige poröse Stellen im Männerhaufen. Oh, hat sich hier verkeilt. Muss jetzt auch wieder muskeln. Das gibt natürlich Abzüge für Team Kreis. Ganz klar. Oh, jetzt geht's in die Reservezeit. Er ist drin in der gelben Phase. Wenn der Tanga plötzlich gelb wird, dann reden wir von der Reservezeit. Aber da spreizt er noch. Ei, du Daus, das war schwierig. Ja, wenn man da einmal in der falschen Muskelritze drinsteckt und, ne? Der alte Chris Samensohn. Ne? Kim Rasor ist jetzt am Start. Kim rasiert, ja. Kam jung um. Kim Rasur. Oh. Er hat die gute Tim Deutsche. Rasur? Die gute deutsche in Kim Rasur hat er erfunden. Oh, guck mal, da kommt er aber mit Leichtigkeit. Ja, Kim ist ein Macher. Kim war schon immer ein Macher. Hat er eine gute Strecke gefunden. Kim war schon immer einer, der gemacht hat. Muss jetzt aber hier auch wieder gucken, dass er umgreift. Darf nicht in die gelbe Zone rein. Oh, er nasalt da rum, da wird in die Nase gekrapscht. Ja. Mit einem Finger verkeilt er sich im Nasenloch. Oh, das weiß ich nicht, ob das legal ist. Das muss später nochmal geprüft werden. Blaney Quattro. Oh, Blaney versucht hier über Kreuz zu wirbeln. Darf halt jetzt nicht wieder ins Mannloch reingreifen. Aber er kommt hier auch wieder hier nicht raus. Auch hier schon wieder komisch verkeilt und kann sich nicht richtig lösen. Leichte Talgspur in den Augen. Die Augen tränen, aber er kämpft sich dadurch. Na, hier sieht man auch, wird der Loris abgespreizt. Sehr, sehr fleischig, über Kreuz. Hochkonzentriert jetzt, hochkonzentriert. Darf auch nicht zu weit abspreizen. Muss hier einen Untergriff leisten. Gerade so. Jetzt wird's auch eng. Schon wieder kurz vor der Reservezeit, ne? Ja, es wird eng. Es wird eng für Teamkreisverkehr auf dem Männerberg. Man merkt, jetzt wird wieder jeder Fehler hart bestraft. Allerdings, wenn man hier einmal nicht richtig untergreift, dann hat man ein Problem. Guck mal, da schlängelt er sich aber auch auf einem guten Weg dadurch, muss man sagen. Angel Dust. Da wurde heimlich trainiert. Die neue Designer-Droge für Männermounter. Allerdings wird das nicht aufgenommen, sondern nur zum Schmieren genutzt. Illegal natürlich, klar, haben wir gesehen. Und der wirbelt nochmal hier. Schön. Fast schon wieder zauberhaft, was da oben abgeht. Fast schon wieder zu ästhetisch. Aber ich glaube, da gibt's Bonuspunkte. Ich werfe kurz hier noch so einen Blick zu den Punkteverteilern. Aha, sieht gut aus. Na, einer macht den Daumen runter wegen illegalem Angel Dusting. Wobei Angel Dusting ja eine Grauzone ist. Ja, das wird ja gerade noch geprüft. Ist es erlaubt, sich Sternstaub in die Achsel zu reiben oder nicht? Ah, auch hier eine recht saubere Technik bis jetzt. Hängt aber da leicht mit dem Arm. Aber schafft es immer wieder irgendwie, sich dazu verzwirbeln? Mit der Wirbelzwirbeldrüse? Die sich unter dem Zentralhodengebell befindet? Und da streckt er ganz knapp ganz an die Reservezeit. Ganz knapp. Hat aber auch Millisekunden verloren, ne? Hat man gerade gesehen. Ein paar Millisekunden sind draufgegangen, aber im Großen und Ganzen ist er trotzdem immer bereit. Alles zu geben fürs Team. Er spreizt alles ab. Xavier. Auch hier wieder sehr viel Mannfleisch im Weg. Ja, da versucht mit dem Hintern zuerst, aber das ist in der Kletterphase einfach auch nicht mehr möglich. Da spreizt er unter die Doppelschenkler. Jetzt hier wieder vom Achselberg rüber in die Zugritze und dann rüber auf den Mount Schlepperest. Kommt nicht ran. Er flutscht ein bisschen. Knappes Ding. Verbraucht hier auch ein bisschen. Aus der Reserve ganz raus. Bisschen. Zum 9 Mal Millisekunden. In die Reserve gedippt. Zum ersten Mal. Seth Robertello. Der Mann. Der italienische Halbspanier mit französischen Wurzeln. Kommt hier aber gut an die Ziege jetzt. Ans Schnäuzchen. Rutscht aber hier kurz ab. Hat sich aber hier so ein bisschen Ziegenschlotter an die Hand geschlottert.
Oh, verkeilt sich auch wieder im Loch. Also hier sind Techniken am Werk, die ich davor auch noch nie gesehen habe. Hier wird sehr viel mit Untergriffen und Verkeilungsmechaniken gearbeitet. Das sind halt so die ganz alten serbischen Techniken, die hier rausgeholt werden. Man merkt, dass er auf der serbischen Tanzschule Kalinka trainiert hat. Kalinka. Muss Reservezeit nutzen. Dicke Reservezeitverbrauch. Da gehen wertvolle Sekunden weg und es wird noch ein bisschen abgestraft. Muss hier schnell den Zug zu Ende bringen. Sehr, sehr schnell. Hat sich da mal schön zwischen die Beine geklemmt. Man merkt aber immer mehr, dass Team Keystraw auf die Angel Dust Technik Wert legt. Ja, natürlich, klar, wenn geschummelt werden kann, ist Team Keystraw natürlich ganz oben mit dabei. Ist ja keine Schummelei, wie gesagt, das ist eine Grauzone. Er nutzt einfach das Reglement. Aha. Oh, wieder mit Schlong gegriffen da. Aber Schlong greifen ist ein wichtiger Teil des Sports. Kommt ja auch gerade wieder nicht so richtig ran. Und jetzt ohne Reservezeitverschwendung wird gespreizt und ein wenig Engelsstaub verteilt. Alter, guck mal, und der wir wird schon auch wieder die Achsel geschleckt, ne? Es sind schon 45, da jetzt Danielo mit der Nummer 46, ey, so viele Kletterer habe ich schon lange nicht mehr auf einem Berg gesehen. Danielo versucht es auch wieder mit so einer, ja, Grauzonentechnik, sag ich mal. Ummantelt die Ziege, streift leicht den Penis am Ziegenschnäuzchen ab. Das bringt Glück in einigen Kulturen. In einigen Kulturen bringt das sehr viel Glück, in anderen... Wenn man, ja, es, an der Lippe der Ziege den Penis abstreifen, bringt in einigen Kulturen Glück. In anderen gilt man als verflucht und wird auf der Straße gesteinigt. Ja, aber in einigen Kulturen wird man auch gesteinigt, wenn man seinen Penis an den Lippen einer Frau abreibt. Von daher, was ist das größere Risiko? Oh, aber hier ohne Reservezeitnutzung. Aber leicht am Nippel mit der Stirn. Leicht am Nippel mit der Stirn. Es kommt jetzt nur noch auf einen Fehler an. Das ist ein Fehler und dann ist vorbei. So sieht's aus. Ein Fehler und dann ist vorbei. Es ist vorbei. Niemand wird lebend da rauskommen aus diesem Pulk. Oh. Man dachte, da kommt der Fehler. Man dachte, dass der Ziegenhornmeister Brent Jaikel mit dem unaussprechlichen Namen. Oh, aber da, jetzt muss er sich konzentrieren. Jetzt muss er sich konzentrieren, in den Fleischberg hineingreifen. Irgendwann hat man noch keine Übersicht mehr. Welches ist das richtige Fleisch? Das ist die Frage. Ohne Bonuszeit. Ganz knapp ohne Bonuszeit. Ah, doch. Ah, ganz die knapp. Strafsekunden hier. Ganz knapp. Aber Kreisverkehr Raymond Eastman war früher sehr stark übergewichtig und auch Bademodel für Herren Spandex-Tangas. In Übergrößen. Und damals bekannt für Mr. Puffys super leckeres Schmusi-Eis. Für die Ritze und für den Mund. Wann ist das ein Eis? Nur in Riegelform. Er hatte leichte Startprobleme, kann aber jetzt hier kann auf aber dem jetzt hier noch ein bisschen was gut machen. Eatsman? Er hat halt Technik noch raus hat damals. Er hat den Rhythmus aber verloren. Er wird Zeit nutzen müssen. Er darf jetzt auch nicht zu weit schnelles Abklatschen. Oh. Darf auch nicht jetzt irgendwie in die Red Zone abrutschen. 11 aber Sekunden. Da ist kaum noch Reservezeit übrig. Ah, hier wird man hart bestraft, wenn man einmal daneben greift. Wäre lieber bei Eiscreme geblieben. Was für ein starkes Turnier. Kommt aber auch hier nicht ran. Kommt hier nicht ran. Jetzt muss den ein bisschen auf Risiko spielen. Muss jetzt halt schnell und aggressiv spielen. Ja, aber die Bahn ist gut, die Außenbahn ist gut. Ja, jetzt kommt er zu stark in den fleischigen Pulk. Jetzt wird der Pulk wieder interessant. Er wird wahrscheinlich in die Bonuszeit reinrutschen. Auch wenn er jetzt hier gerade eine schöne Technik an den Mann legt. Auch wenn er gute Phase. Hier ist wieder eine Verkeilung drin. Oh, da ist eine fiese Verkeilung, da weiß man nicht genau. Oh, da schwingt er ein bisschen stark, aber kann sich da wieder gut greifen. Da muss er auf Nummer sicher. In Paris nennt man das Monoken. Monokeln. Weit nach oben gespreizt. Sehr, da sehr weit nach oben. Spreizt er nach ganz oben, da spreizt er richtig weit. Damals Schachmeister, jetzt Klettermeister. Hat damals Geschichte geschrieben für öliges Schachspielen. Hat man so auch noch nicht gesehen. Ölschach.
Ölschach, ja. Wer kennt sehr beliebt nicht in Griechenland. Die machen alles mit Öl, ey. Oh, ich mach mich noch eben fertig. Komm, wir gehen heute Abend mal in eine Pizzeria. Hm. Ey, warte, ich reib mich noch eben mit Öl ein. Wie hast du noch nicht? Ist eine Kunst, die man wirklich. Oh! Die muss man meistern. Oh, fataler Fehler, fataler Fehler. Kann es aber noch machen. Er kann es durchaus noch machen. Aber jetzt. Er muss jetzt sauber spielen. Oh Gott, also hier das. Oh! Wenn er jetzt noch einen Fehler macht, dann war's das. Dann war's das, dann ist vorbei. Ja, Ölschach ist eben ein harter Sport. Ist ein harter Sport, ne? Also muss man, wenn man da zu trockene Haare hat, wird man nicht zugelassen. Uiuiui, er muss hier auch wieder untergreifen. Huh! Auch hier wurde leicht abgerutscht. Oh. Zum Glück hat er sich da noch halten können. Die Ölspur von Vordermann sickert immer weiter nach unten durch. Das sogenannte Sportsickern. Ganz gefährlich. Das Sportsickern. Es steht halt bei langen Runden. Erstmal muss er sich hier, wie der offizielle Begriff heißt, nach oben jiggern, ja. Und jetzt auch wieder so eine Stelle, wo eben so eine fatale Lücke ist. Oh, eine fatale Lücke, da kommt er in die Reservezeit. Jetzt wird's aber knackig. Böse in die Reservezeit. Alles wird jetzt knackig. Aber er hat sehr stark noch sehr, sehr viel Reservezeit. Kann aber hier ist auch wieder so eine Mannlücke. So eine ölige Mannstelle. Oh. Muss untergreifen und... Kommt auch hier wieder nicht richtig ran. Fatal. Alter, oh, fatal. Uff. Ui, 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 ui. Okay, das könnte jetzt... Ming Pietz könnte hier den letzten Kletterer mimen. Er muss jetzt gut klettern. Kommt am Stein gut entlang. Nee, kommt da nicht. Kann aber hier nicht wirklich greifen. Rutscht ab. Schwaches Muskeln. Auch an der Ziege. Leicht nur gegriffen. Sehr leicht nur gegriffen. Aber jetzt eine schöne, saubere Technik. Nutzt den Loris. Oh, da rutscht er. Ah, zu viel Öl an den Fingerchen. Man merkt halt, im Endspurt wird sehr stark mit Öl gearbeitet. Was natürlich, klar, man kann damit auch ölige Technik machen, wie das, was wir eben gerade gesehen haben. Diesen gewagten Ölsprung, diesen Glitch-Glide nach oben. Oh, trotzdem, Mist, ey. Trotzdem wird er es nicht schaffen. Da ist die Eliminierung gewagte in der Luft. Ölsprünge. Penis leicht nach rechts tangiert. Ja, Kistro gewinnt. Schönes Spiel. Das ist halt die Oberliga am die Berge. Oberliga. Am Berge, am Männerberg. Am Berge. Am Berge des Pacman Michu. Pacman Michu. Ja, das war's für heute wieder. Wir verabschieden uns aus der Sprecherkabine. Lasst eine Bewertung da, damit die Sprecher auch ihre Frauen zu Hause beglücken können und nicht nur hier digital im Wohnzimmer eurer Eltern. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.